zwei Wochen haben wir euch eine Auswahl von der Shortlist gezeigt. Heute bringen wir die Preisverleihung vom EDI 2011 exklusiv auf den Bildschirm. Meine Damen und Herren, ihr schaut die Werbewoche. Die Sendung, die stets auf der Spur der Kreativen und ihrem Meisterwerk ist. So farbig wie der Schiffbau leuchtet, so bunt war auch die EDI-Preisverleihung am vergangenen Donnerstag. Bereits zum 12. Mal ist der Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis vergeben worden. Dass die Werbung längst nicht mehr nur kommerzielle Zwecke verfolgt, sondern sich zu einer Art Kunstform gemausert hat, das wird wohl jeder in dieser Branche unterschreiben. Im Gegensatz zu Spielfilmen, die doch da und dort ein Forum haben und in den Zeitungen Kritiken haben, findet der Auftragsfilm, der Werbefilm, gut, der Werbefilm findet in der Öffentlichkeit statt, aber der Auftragsfilm findet eigentlich außer Ausschluss von der Öffentlichkeit statt. Das sind sehr spezifische Zielpublika. Und dem einmal eine Plattform zu geben und zu zeigen, an und für sich, dass sehr hohe Qualität und gute Storys entstehen, das ist der Zweck von dem Wettbewerb. Sei es, um individuelle Aufmerksamkeit zu erregen, die Gunst zu gewinnen oder das soziale Netzwerk zu pflegen, die Bedeutung dieser Plattform steigt von Jahr zu Jahr. Der Nutzen von so einem Wettbewerb ist natürlich auf verschiedenen Seiten verschieden. Also die Auftraggeber, die haben eine Bestätigung, dass ihre Strategie und auch der Produzent, den sie gewählt haben, der richtige ist. Die Produzenten selber, die kommen natürlich Bekanntheitsgrad über. Also es gibt viele Auftraggeber, die langsam so Wettbewerbe anschauen und die sagen, oh, der Film hat mir gefallen, oh, das, die Denke hat mir gefallen und ich will die mal kennenlernen. Also ich denke, der Nutzen ist nicht zu unterschätzen. Ein Event, das eine künstlerische Einheit auszeichnet, darf auf keinen Fall plump daherkommen. Tut er auch nicht. Der Wettbewerb unter dem Patronat vom Eidgenössischen Departement vom Inneren wird dank der Organisation von der Swiss Film Association den kreativen Werber gerecht. Herzlich willkommen zum EDI, dem Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis 2011. Letztes Jahr hat Dieter Mohr unter dem Motto «Schwingen» dreidimensional Sagmal verstreut. 2011 wird das Publikum von den Moderatoren Katja Alves und Bonnie Koller mit einem Quiz eingeheizt. Trendsetter gegen Meinungsmacher. Und wer hätte gedacht, die Meinungsmacher haben gewonnen. Zurück zum EDI. Allein in der Kategorie Commercials, TV und Kinospots sind zwei Special EDIs, drei bronzene, zwei silbrige und ein Gold-EDI verliehen worden. Die Werbeagentur Contexta AG war mit ihrem Clip «Sendervielfalt» für die Swisscom AG der klare Favorit der Jury gewesen und hat offiziell den besten Spot dieses Jahres geliefert. Es ist eine grosse Ehre. Dem grossen Kaiser hat es vorher gesagt, das sind so viele gute Filme. Wenn man dort von oben etwas entgegennehmen, ist es finde ich auch. Und abgesehen davon ist es unser Craft Award. Gibt es eigentlich sonst in der Schweiz irgendwie nicht. Sonst wird meistens konzeptionell ausgezeichnet. Und da ist doch so ein bisschen der Seitenblick auf das Filmhandwerk durchaus auch noch existent. Das sind eben wir. Das sind wir. Und unsere Crew. Futter mit Doppel-T und mit TH. Ich kann es noch müssen sagen. Trotz zwei unterschiedlicher Produktionen scheint man einen gemeinsamen Nenner zu haben. Und den haben offenbar auch die Agentur Ruf Lanz mit ihrer Kundin Coop Bank gefunden. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, der Kunde hat die falsche Idee ausgewählt, nachdem sie gerade einen Preis gewonnen hat. Also das ist immer so, wenn man mit einer Präsentation hat, eine Agentur zeigt viel mehr Vorschläge, als können realisiert werden. Und dann ist es gemeinsam zu diskutieren und herauszufinden, was ist die beste Lösung für das jeweilige Problem. Und in diesem Fall sind wir beide sehr happy mit der Lösung und wir mit der Art der Zusammenarbeit. Und wenn unsere kreativen Schöpfer happy sind, dann geht es auch uns Konsumenten gut. Ciao EDI und bis in einem Jahr. Clip Manhattan vom Blick, wo wir euch gezeigt haben, hat übrigens einen grossen EDI abgesandt. Die Werbewoche scheint eben ein Auge für auszeichnet zu arbeiten zu haben. Mit diesem Zwinker verabschiede ich mich von euch, wünsche eine gute Zeit und freue mich, euch auch nächste Woche begrüßen zu dürfen. Tschüss zusammen!
Lara, ein Wort zu Ragusa. Ist Hammer. Ist der Hammer. Und was ist noch? Ist Hammer. Offensichtlich Lara. Offensichtlich Ragusa. Wie war er so? Er war besonders. Ach ja? Verrückt, wie schnell sich alles verändert hat. Für deine letzte Chance musst du kämpfen. Richter Uppercut! Ja! Hugh Jackman. Das war nur der Anfang. Real Steel. Jetzt im Kino. Touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Salut zusammen. Grüezi. Saluti. Hi zusammen. Während der Schweizer Woche wird bei McDonald's alles ein bisschen ländlicher. Diese Woche der McGrillschneck. Mit feinstem Speck und einer anständigen Wurst. Alles auf einer schönen Rösti. Und zum Dessert ein McFlurry Toblerone. Kommen Sie mit in die 60er Jahre, zurück in die Zeit der ersten Massenhysterie. Am 27. und 28. November gastiert das Beatles Musical All You Need Is Love in Zürich. Und wir präsentieren Ihnen eine Weltpremiere. Der Elvis steht als Starring Guest mit den Beatles auf der Bühne. Das Beatles-Musical All You Need Is Love exklusiv im Dolder Grand in Zürich. Am 27. und 28. November. Tickets gibt's auf starticket.ch. Präsentiert von Stars in Concert International und Star TV. Ich bin ein Fan von Digital TV, weil immer was läuft. Tolle Programme für Kinder. Spannende Dokumentar- und Sportsendungen. Ich liebe Nick in HD. Exzellente Diagnose. Und eine unglaubliche Auswahl an Serien und Filmen. All das können Sie jetzt auch haben. Digital TV von UPC Cablecom. Über 175 Kanäle. Jetzt ein Jahr zum halben Preis. Gleich bestellen. Das 1-Million-Franken-Spiel von Coop ist wieder da. Gönnen Sie 1 Million Franken im Bar und weitere tolle Preise. Und jeder tausendste Teilnehmer gönnt den Einkaufsbetrag zurück. Ihre Kassenbon ab 20 Franken ist es glückslos. Bis 3. Dezember mitmachen bei Coop, Coop City und Coop Bau & Hobby. Ein fesselnder Thriller, inspiriert von einer wahren Geschichte. Chronikas, das Monster von Babahoyo, am Donnerstag, dem 17. November um 20 Uhr auf Star TV.